Grüß euch, liebe Messerfreunde, zurück auf meinen Kanal. Und zwar geht es heute und in den nächsten Tagen um eine spezielle Marke. Eine meiner Lieblingsmarken. Ihr seht es schon da. Chirogorov. Ja, Chirogorov, das ist eine Marke, die mich schon seit Jahren eigentlich begeistert. Und ist auch, glaube ich, schuld, unter anderem, warum ich jetzt angefangen habe, teurere Messer zu sammeln. Das war einfach der ausschlaggebende Punkt. Und zwar war das auch ein ganz spezielles Chirogorov. Zu dem werden wir in einen anderen Tal kommen. Im ersten Tal werden wir jetzt einmal das Neon uns anschauen. So, was haben wir da? Chirogorov Neon. Light. Light deshalb, weil das mit Backspacer ist. Dann gibt es noch Ultralight. Das hat dann noch mehr Standoffs, das ist noch ein bisschen leichter. Ich weiß gar nicht, ob es innen ausgefräst auch ist, ist Ultralight. Glaube aber nicht. Was haben wir da? Einen Titan Framelock Folder. Klingenstahl haben wir in Böhler M93. Das Ganze läuft auf einem MRBS-System von Chirogorov, das heißt Multi-Bearing-System. Multi-Row-Ball-Bearing-System eigentlich. Das heißt, es ist ein mehrreihiges Kugellager verbaut. In dem Fall sind es, glaube ich, zwei Reihen beim Neon Ultra, weil ich mich noch recht erinnern kann. Das sorgt dafür, dass das Ganze sehr schön läuft. Also das Messer hat wirklich einen sehr, sehr schönen, weichen Klingenlauf, wie eigentlich fast alle Chirogorov Messer, muss man sagen. Fit and Finish ist bei dem Messer auch, wie fast bei alle Chirogorov Messer, perfekt. Also das ist wirklich das leichte, feine Stonewash, was wir da haben. Die Ausfräsungen, die Kanten alle verrundet. Also da verläuft von einer Phase zu einer Rundung, das ist wirklich alles sehr schön gelöst. Der Backspacer wunderbar integriert. Hinten haben wir noch eine Lanyard-Möglichkeit. Der Clip fügt sich auch wunderbar ins Design ein. Ist auch sehr funktionell, muss ich sagen, wie bei eigentlich alle Chirogorov-Messer. Weil ich auch gehört habe vom Richie, der kennt ja den Sergei sehr gut, dass der auch wirklich alle seine Messer trägt und meistens auch sogar mehrere reingesteckt hat. Von daher funktionieren die Clips bei Chirogorov auch wirklich sehr gut, weil er es eben alle selber testet. Schauen wir uns einmal die Specs an. Gesamtlänge würde ich sagen ist knapp unter 19 cm, 18,8 würde ich sagen. Klingenlänge scharf sind wir bei, ja, ich würde schon sagen 8,4 cm. Klingenlänge bis Mitte da 8,5 cm. Also das Messer ist eher kompakter, würde ich sagen. Klingenstärke haben wir 3,4 mm. Hinter der Phasen, immer ein bisschen schwer vor der Kamera zu messen. Ja. 0,4, sogar unter 0,4, 0,5, 36, also sehr fein ausgeschliffen. Wie auch fast alle Chirogorov-Messer, also das sind alle beziehungsweise die meisten wirklich sehr, sehr gute Slicer und das ist auch ein Mitgrund, warum ich die Marken so gern habe. Die sind wirklich vom Design her gefallen mir sehr gut, weil sie relativ schlicht sind und die Klingen ist einfach, der Flachschliff ist sehr fein auslaufend, von daher wirklich also extrem gute Schneidwerkzeuge. Das ist eine Sache, was mir immer gut gefällt, weil ich ja meine Messer recht gern nutze.
Da siehst du, da habe ich, sieht man es, da sind schon ein paar kleine Kratzer drin. Das war jetzt aber nicht vor der Nutzung. Ich glaube, in der Nutzung wird man da nicht so viel sehen auf der Klinge. Die schluckt ziemlich viel. Da war einmal die Achsschrauben, hat sie gelockert. Und dann hat das innen geschliffen, die Klingen. Von daher, da habe ich mir die Kratzer geholt. Aber ja, ist jetzt auch nicht so dramatisch. Es ist ja sowieso ein User. Jetzt keiner, der seine Messer vergewaltigt. Aber ich nutze es für allgemeine, alltägliche Arbeiten. Da wird nicht viel passieren, aber ja, da finde ich so Kratzer auch nicht jetzt so dramatisch. Es tut dem Nutzen von dem Messer und der Funktion keinen Abbruch. Reden wir über die Action. Die Action bei dem Messer ist wirklich, ich würde sagen, unter meinen Chirogorovs ist das der rasanteste Flipper. Also das flippt wirklich hammermäßig. Der D-Tend ist richtig stark. Die Action, also der Klingenlauf, traumhaft. Die Action ist wirklich zack. Also das kann man nicht zum Versorgen bringen, das Messer. Also da muss man sich schon richtig, ja, schwierig. Der Flipper-Tab, der ist ein bisschen rundgelutscht. Also das Chimping greift nicht wirklich. Das ist, haben sie beim F95 deutlich besser gelöst. Was zur Folge hat, da er relativ klein A ist, dass man oft abrutscht. Also gut, wenn man das Messer jetzt den ganzen Tag eingesteckt hat, dann weiß man, dass man darauf achten muss. Aber wenn man da oft nicht denkt, dann kann es schon passieren, dass man da mal gleich abrutscht. Da hinten haben sie immer so eine lässige Ausfräsung, wo der Finger reingleitet, nachdem man den Flipper-Tab berührt hat oder betätigt hat. Hat da leider keinen Sinn, weil wenn ich den betätigt, bin ich da schon ein bisschen weiter hinten. Aber da das alles so rund angefasst ist und verrundet ist, hat man da absolut keine Probleme und absolut keine Schmerzen. Und das Messer kann man wirklich den ganzen Tag flippen. Also das ist ein richtiges Spülmesser. Da wird man keine Schmerzen haben. Da innen die Lockbar, sehr schön angefasst, also da kommen wir mit dem Finger super rein. Absolut kein Sticky Lock, verriegeln tut es sehr sicher. Da gibt es auch überhaupt keine Probleme. Da drinnen sehen wir schon, wir haben ein Steel Insert mit einem Over Travel Stop. Also das heißt, ich kann die Lockbar nicht weiter umdrücken wie so. Was ich auch immer sehr cool finde. Achsschrauben haben wir sehr große, fast die gleich große eigentlich wie beim F95. Finde ich auch recht gut. Die kann man ganz easy mit einem Schlitzschraubenzieher aufmachen, wenn man nicht das Tool hat. Also ich habe da den Toolpen. Da funktioniert es natürlich noch besser, weil es perfekt sie einfügt. Genauso wie da hinten. Also das bringt man mit einem Schlitzschraubenzieher perfekt auf. Beim Clip haben wir die Schrauben innen. Das heißt, wenn sich der Clip einmal verbiegt, muss man das Messer leider auseinandernehmen. Aber ja, das ist, glaube ich, das kleinere Problem. Vor allem bei Chirogorov, die Messer kann man wirklich auseinanderbauen, zusammenbauen, die passen. Da gibt es nichts. Der Klingenstand ist wie 6 perfekt. Also das ist wirklich auf sehr hohem Niveau, das Messer. Der Cutout vom Frame ist innenliegend. Also das mag ich immer sehr gern. Du hast absolut keine Probleme dann, dass du hängen bleibst irgendwie beim Hosensack, wenn du das Messer reinschiebst. Der Clip generell ist sehr stramm, aber wie gesagt, funktioniert sehr gut und ist da hinten angeschrägt. Das ist wirklich traumhaft. Also das Messer, das spürst du nicht in der Tasche. Das ist die Handlage für meine großen Handys auch noch immer perfekt. Also ich habe mit allen Fingern, finde ich, noch Platz drauf. Ja, also das Messer grenzt schon wirklich an die Perfektion, würde ich sagen. Da gibt es eigentlich nicht viel, was mir nicht gefällt.
Wie gesagt, der Flipper-Tap, das Chimping hätte ein bisschen aggressiver sein können. Aber ansonsten, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das schon eins meiner Highlights in meiner Sammlung, auch Chirogorov-Sammlung. Wobei ich schon einmal überlegt habe, dass ich es mir verkaufe. Dass ich es verkaufe, weil es mir immer ein bisschen zu klein ist vielleicht für meine großen Hände. Aber dann habe ich es wieder so gern mit, das EDC, weil es eben wirklich durch die Größe auch im Hosensack verschwindet. Du spürst es nicht, das ist nicht schwer. Also wirklich, taugt mir richtig gut. Und ja, dann sind wir eigentlich schon wieder fertig. Das war Teil 1 meiner Chirogorov-Serie. Dann sehen wir uns beim nächsten Teil wieder. Ich wünsche euch nur das Beste, bleibt gesund, bleibt daheim. Ciao, mit euch.